Hallo zusammen, euer Vorstellteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Ja, spätestens jetzt am Ende des Winters habt ihr bestimmt schon mal jemanden sagen hören, dieser Winter, der hat aber wieder unsere Straßen ordentlich kaputt gemacht. Und spätestens, wenn ihr dann im Frühjahr mit dem Fahrrad durch ein Schlagloch rattert, dann wisst ihr auch, was gemeint gewesen ist. Ja, aber wie macht denn dieser Winter eigentlich unsere Straßen kaputt? Genau das wollen wir heute mal mit euch zusammen erforschen. Für unsere Winterforschung heute brauchen wir 2 Glasflaschen, eine mit Deckel und eine ohne Deckel. Sie sollten eine Größe haben, dass sie gut in euer Gefrierfach reinpassen. Dann habe ich hier noch so eine kleinere Schale, 2 Gefrierbeutel und Wasser. Und schon legen wir los. So, für diesen Versuch brauchen wir gar nicht viele Vorbereitungen. Das Größte, was wir machen müssen, ist eigentlich das Wasser in unsere Behältnisse hier einzufüllen und zwar ganz randvoll. Ich fange einfach mal an. Erste Flasche voll mit Wasser, ganz bis oben hin. Schon erledigt. Jetzt kommt die zweite Flasche. Die fülle ich genauso auf, drehe dann aber den Deckel drauf und schraube sie ganz fest zu. So, Wasser rein. Wirklich ganz voll machen und dann den Deckel nehmen und feste zuschrauben. So, die beiden Flaschen stelle ich jetzt in meinen Gefrierbeutel rein. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ihr werdet später sehen, warum wir das machen. So, Beutel her, einmal die Flasche rein. Müsst ihr auch gar nicht abzuknoten oder so, sondern einfach nur die Flasche locker reinstellen. Zweite Flasche auf. Und als letztes bleibt dann nur noch, auch die kleine Glasschale ganz randvoll mit Wasser aufzufüllen. Das ist auch schnell erledigt. So, mehr passt nicht rein. Und jetzt müsst ihr nur noch das Kunststück verbringen, das Ganze ohne zu kleckern in euren Tiefkühlschrank zu befördern. Da könnt ihr es am besten über Nacht drin stehen lassen oder halt so lange, bis wirklich alles richtig durchgefroren ist. Und dann gucken wir weiter. So, und am nächsten Tag kann man hier wirklich einiges sehen. Es ist richtig, was passiert hier drin. Ich packe jetzt mal die Flaschen vorsichtig aus. Guckt mal hier, was passiert ist. Die Flasche hat es richtig arg zerlegt und hier oben haben wir so einen kleinen Berg auf der Flasche draufstehen. So, guckt, hier sind die ganzen Scherben. Die restlichen lasse ich jetzt mal hier drin, weil man kann richtig gut sehen, wie hier die Flasche eingerissen ist. Also das war die zugeschraubte Flasche. Stelle ich mal zur Seite. Müsst ihr wirklich vorsichtig rausnehmen. Das solltet auch ihr Erwachsene machen und es nicht Kinder machen lassen, weil hier wirklich super spitze Scherben drin sind. Auch die offene Flasche hat es komplett zerlegt. Also die Flaschen sind regelrecht gesprengt worden. So. Was ist hier passiert? Das kann man auch sehr schön hier bei dieser kleinen Schale sehen. Hier ist auch so ein richtiger Eisberg obendrauf, obwohl dieser hier natürlich noch beeindruckender ist. Also das Wasser, das hier drin gefroren ist in den Flaschen, hat sich ausgedehnt. Wasser dehnt sich beim Frieren wirklich aus und sprengt dabei diese Flaschen. Hier war genug Platz für das Wasser, dass es nach oben wachsen konnte, beziehungsweise für das Eis natürlich. Hier ist nichts passiert, diese Glasschüssel hier ist völlig heil geblieben. Das heißt, wenn ihr genug Platz haben, dass das Wasser sich nach oben hin ausdehnen kann, passiert nichts. Weil wenn es im Wasser zu eng wird, wie hier mit dem Deckel, wird die Flasche gesprengt. Und auch diese offene Flasche hat anscheinend einen zu schmalen Hals, sodass das Wasser sich nicht genug ausdehnen konnte beim Frieren. Und so hat es auch diese Flasche hier zerlegt. Und was hat das Ganze jetzt mit unseren Straßen zu tun, die kaputt gehen? Da passiert was ganz Ähnliches. Wenn in der Straßenoberfläche auch nur ein ganz kleiner Riss drin ist, kann da bei milderem Winterwetter einfach Wasser einsickern. Kommt jetzt der Frost, dann friert dieses Wasser und dehnt sich aus. Und kann dann, ähnlich wie unsere Flaschen hier, auch den harten Asphalt der Straße aufsprengen. Außerdem wölbt sich die Straße auch dadurch ein bisschen nach oben, so wie hier unser Deckel auch nach oben gedrückt worden ist oder so wie sich hier auch diese Oberfläche gewölbt hat. Wenn jetzt wieder milderes Wetter kommt, dann schmilzt das Eis und unter der Straße bleibt ein kleiner Hohlraum zurück. Wenn über diesen Hohlraum und über diese Wölbung, die entstanden ist, jetzt wieder Autos oder Last darüber donnern, dann entstehen Schlaglöcher. Die Straße geht dann also so richtig kaputt. Und spätestens, wenn ihr im Frühjahr mit eurem Fahrrad durch so ein Schlagloch rattert, dann erinnert ihr euch daran, was die Spezialwaffe des Winters ist, nämlich Wasser bzw. Eis. So, wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen von diesem Versuch und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.